Danke, Herr Präsident. Lieber Frank Zimmermann, Sie sind Fachmann genug, um zu wissen, dass die Speicherung von solchen Merkmalen in der polizeilichen Datenbank für die Eigensicherung von Polizeibeamten im Einsatz nichts, aber auch gar nichts bringt. Eigensicherung für Polizeibeamten im Einsatz ist uns sehr wichtig. Wir haben im letzten Innenausschuss gemeinsam über den Bericht Gewalt gegen Polizeibeamte diskutiert. Und es lag uns ein ausführlicher Brief der Gewerkschaft der Polizei vor. Da gebe ich zu, die wollen auch so eine Merkmale drin haben. Aber der entscheidende Punkt für die Eigensicherung ist die Ausbildung der Polizeibeamten, damit sie sich in gefährlichen Situationen adäquat verhalten können. Und das, was der Kollege Schatz angesprochen hat, die Krankheitsmerkmale, die bisher in polizeilichen Datenbanken gespeichert werden, sind eben überhaupt nicht zu beeinflussen durch den Beamten, wenn er das vorher weiß. Wenn jemand Hepatitis C oder B hat oder wenn jemand HIV infiziert ist, hat das für den Einsatz, für die konkrete Situation überhaupt kein Hilfsmittel. Der Kollege Trapp sagt immer, dann weiß der Beamte vorher, dass er Handschuhe anziehen muss. Das ist doch kompletter Blödsinn. Es geht hier um Diskriminierung in einer staatlichen Datenbank. Und diese Diskriminierung gehört abgeschafft und nicht umgewidmet oder umgeschrieben. Und wenn wir das diskutieren kurz vorm Welt-AIDS-Tag, ist das nochmal umso absurder, was hier für ein Geeier gemacht wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion, Sie sollten es besser wissen. Sie sollten wissen, dass eine solche Diskriminierung nicht abgeschafft werden kann, indem man Begriffe verändert, aber am Tatbestand nichts verändert. Diskriminierung ist praktisch und keine Frage der Formulierung. Danke schön. Kollege Zimmermann möchte replizieren und hat jetzt auch das Wort. Lieber Udo Wolf, da haben Sie jetzt ja ordentlich Stimmung gemacht. Ich gratuliere Ihnen, das haben Sie geschenkt, echt geschenkt, weil die Substanz dies gar nicht hergibt. Der Vorwurf der Diskriminierung fällt in sich zusammen, wenn man tatsächlich anguckt, was dort in diesen Datenbanken passiert. Und was da vorgehalten wird, da sind Begriffe, die sind problematisch, die sind antiquiert und die können eine diskriminierende Wirkung haben. Und diese Begriffe werden wir beseitigen. Meine Herrschaften, jetzt hat der Kollege Zimmermann das Wort. Aber dass bestimmte Informationen für die handelnden Polizisten vorhanden sind in den Banken, das werden wir nicht ändern, auch wenn Sie sich hier echauffieren, ein bisschen künstlich, lieber Herr Wolf. Ich glaube, das nimmt Ihnen keiner ab. Dankeschön. Schön.